Der Schnee ist so gut wie weggeschmolzen, die Sonnenstrahlen erreichen die Rasenoberfläche und ich habe nichts Besseres zu tun, als in meinem Studio zu sitzen und einen botanischen Garten zu bauen. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen, beschaulichen Steine-Studio. Ja, heute scheint in Deutschland die Sonne, zumindest bei uns hier in der Region. Das Wetter ist top. Ja, und ich habe nichts Besseres zu tun, als hier in meinem Studio zu sitzen und Klemmbausteine zu bauen. Wundervoll. Meine Frau wird sich mit Sicherheit bedanken. Ja, ich weiß, habe ein kleines Nachsehen. Ich komme gleich raus. Ja, heute... Ich nutze das gute Wetter mal für den Bau des Mode King Botanischen Garten. Und den werde ich heute mit euch bauen, zumindest einen Teil. Und zwar ist das dieses schöne, schmucke Ding. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So sieht er aus. Ja, wir sprechen hier von 2147 Teilen plus. Und Set Nummer 16019 ab 8 Jahre und es ist ein lizenziertes Set von Berthiel van Beek. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ich gehe davon aus, namentlich hätte ich jetzt vermutet, wird es wahrscheinlich ein Holländer, Belgier, irgendwie sowas in der Art sein, der Mocker, der dieses Set ja, mit der Firma Mode King jetzt zusammen vertreibt oder wie das auch immer dann gehandhabt wird. Er hat dafür mit Sicherheit seinen Obolus bekommen. Und somit ist dieses ein ganz normales, lizenziertes, legales Produkt. Wir sprechen hier diesmal von keiner Kopie. Nein, ich kann auch anders. Und ja, das letzte Modular und auch mein damals erste oder damals vor kurzem, so lange ist es ja nun auch noch nicht her, gebautes Modular, die Bar von Mold King, ist mein allererstes richtiges Modular gewesen und hat mich absolut heiß darauf gemacht, solche Gebäude zu bauen. Das ist echt interessant, macht tierischen Spaß. Ja, und somit mache ich jetzt mal mit dem botanischen Garten weiter. Ich hoffe, dass ich bei diesem Set auch wieder so viel Spaß haben werde. Dieses Set hat auch eine Beleuchtung, da kann ich es euch gerade zeigen. Ja, wer mich verfolgt, weiß, dass ich bei meinem ersten Modular bei der Sebar, die war auch ja, beleuchtet. Da habe ich nur leider durch meine Grobhaltigkeit eins der LED-Lichter, ja, ich sag mal so, entsorgt. Jo, ich hoffe, das passiert mir hier auch nicht. Hoffentlich passiert mir das hier nicht, dass mir da was kaputt geht. Naja, und ansonsten. Shit happens, dann habe ich es halt mal wieder klassisch verkackt. Ja, ich würde sagen, ich bin aufgeregt, ich will anfangen. Setdaten habe ich euch gezeigt. Das Bar-Video werde ich hier nochmal verlinken, für die, die es noch nicht gesehen haben und mal Bock haben, sich das Gebäude anzugucken. Das war schon wirklich ein Klassik-Teil, also super gut. Hat mir super gut gefallen, aber ich habe auch schon von vielen anderen gehört, dass sie das Set richtig gut fanden. Und ja, jetzt schauen wir uns dann mal halt dieses Set an. Ich bin gespannt. Ich hoffe nur, dass durch diese großen Glasfronten, die hier drin sind, ja, dass die Qualität vernünftig ist. Weil das ist natürlich ein Hauptaugenmerk bei diesem Gebäude, logisch. Das besteht viel aus Pflanzen, der Innenraum. Also das wird wahrscheinlich eine ziemliche Fummelei, die ganzen Pflanzen zu bauen. Aber auch das kann Spaß machen, muss nicht, kann. Wir werden es sehen. Und da ist es natürlich schade, wenn diese Scheiben jetzt eine schlechte Qualität haben. Ich hoffe, dass sie gut verpackt sind, nicht unbedingt lose mit in den Beuteln rumliegen. Das wäre natürlich ein Todesurteil für solche großen Scheiben. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Und wenn, dann kann ich es nicht ändern. Dann ist es leider schade. Aber das sollte natürlich bei so einem Set nicht passieren. Deswegen hoffen wir mal, dass das gut gelöst ist und die Scheiben gute Qualität sind. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Wir machen mal hier Winky auf. Winky, ich weiß immer noch nicht, ob sie wirklich Winky heißt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn den Namen einer von diesem Kopf hier kennt,
Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, es heißt, sie heißt Winky. Wenn nicht, bei mir bleibt es jetzt Winky. Und ja, Winky ist hier mein Utensilienspender, Spenderin. Und dann schneiden wir es da mal auf. Also Kinder, Vorsicht bitte, ne? Dass ihr euch nicht hier... Das sind nur Tesafilmstreifen, die dort die Laschen hier halten. Dann können wir das Ganze hier aufmachen und schauen wir mal ins Inno. Oh, ja. Wir haben gerade davon gesprochen. Da haben wir schon mal einen Teil Scheiben. Ja, sieht natürlich jetzt erstmal gut aus, weil sie separat verpackt sind. Das war ja meine Hoffnung. Ich hoffe nur, dass sie das auch gut überlebt haben und dass sie nicht so stark milchig sind. Dann haben wir hier das Beleuchtungsset. Da sind einzelne Lampen drin. Wir haben hier solche Kabelbrücken und wir haben hier so kleine LED-Streifen. Ja, bin ich mal gespannt. Über diesen QR-Code hat man mir mal gesagt, oder über diesen Code, den kann man einscannen. Das hätte ich auch bei dem anderen Gebäude machen können. Dann kann man wohl auf die Anleitung kommen, wie diese Lampen zu installieren sind, die Elektrik. Das werde ich nicht tun. Nicht, weil ich diesem Code nicht unbedingt traue. Nein, ich will es einfach selber probieren und für mich meine Lösung finden. Und ja, bei der Bar hat das relativ gut geklappt. Außer, dass ich es natürlich bei dem einen kaputt gemacht habe. Aber das muss ich mir als Ersatz besorgen, ist das wieder gut. Und das werde ich bei diesem Set genauso handhaben. Also ich werde mir meine eigene Beleuchtung da wieder mit reinbauen, meinen eigenen Weg. Ja, auch wieder separat verpackt. Das sind die Eckscheiben. Also auf jeden Fall erstmal schön, dass sie das wirklich separat verpackt haben. Wie gesagt, wir gucken mal, was uns da noch erwartet. Die Anleitung, Klebstoff gebunden, ein bisschen verknickert, weil sie halt ohne Schutz hier mit drin rumliegt. Dann haben wir ja die typischen Beutel von Molking, Zip-Beutel, immer mit den einzelnen Tüten drin für die Bauabschnitte. Also das ist Bauabschnitt 1. Dann haben wir hier Bauabschnitt 2. Hier haben wir die Grundplatte. Sie ist relativ gerade, so einen leichten Bogen macht sie. Geht vielleicht dann beim Bebauen raus, weil wenn man sich das mal so anguckt, das Gebäude ist hier ziemlich Grundplattengröße. Also da könnte man Glück haben, dass der Verzug dann rausgeht und sich die Kanten nicht noch weiter hochziehen. Was haben wir da? Okay, hier haben wir einen Karton. Toter Hamster. Leer. Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass das wohl einfach nur als Stabilisierung hier vielleicht mit in dem Karton ist. Ah, es geht auch weiter mit Tüten. Hier haben wir Tüte 4 und Tüte 3. Und damit ist der Karton, bis auf den Müll, der da noch mit drin war, alle. Ja, dann würde ich sagen, ihr kennt das ganze Spiel. Ich möchte ja auch ein bisschen anfangen. Ich hole euch jetzt wieder hier an meiner Seite. Dann gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an und ich fange an mit Bauen. Also bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir. Dann fangen wir doch mal mit der Anleitung an. Also wir sprechen hier von einem schönen, dicken, klebstoffgebundenen Buch. So ein wachsiges Papier. Leider ein derben Knick von der Verpackung, weil sie eben keine Schutzpappe drum haben, um das zu stabilisieren. Wir sehen hier nochmal die Setnummer, Altersfreigabe oder Empfehlung und die Anzahl der Bauteile. Das ist die schöne Rückseite. Können wir uns mal angucken. Ich bin mal gespannt. Das ist bestimmt richtig schön zu bauen. Ich hoffe es zumindest. Hier haben wir anscheinend eine kleine Küche mit dabei. Ja, ich bin mal gespannt. Das Dach abnehmbar, dass man wahrscheinlich vernünftig reingucken kann. Ja, also ich finde das ja von der Art her schon mal ziemlich gelungen.
Ich hoffe, dass es in Wirklichkeit auch so aussieht. Ja, das werden wir alles erfahren. Ja, hier mit diesem Brick, ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Ich kann halt leider kein Chinesisch bzw. Mandarin. Wir gucken mal, ob da solche Leuchtsteine bei sind. Nur ich glaube eher, die meinen, dass das zu beleuchten ist und man da irgendwie durchgucken kann. Ja, keine Ahnung. Wir sprechen hier von 149 Seiten. So sieht's aus. Hier oben haben wir nochmal die Reihenfolge, dass wir mit Portal 1 anfangen sollen. Hier ist nochmal ein QR-Code für keine Ahnung. Und hier haben wir auch nochmal den Hinweis, dass wir hier eine Kontrolle haben für Achsbereiche oder Längenangaben. Ja, und dann sehen wir, wie wir hier starten. Vom Bauablauf her kann man hier schön sehen, das, was gebaut wird, wird rot umrandet. Typisch Mode King. Kann man sehr gut nachbauen in meinen Augen. Ja, macht für mich eigentlich vom Bauen her am meisten Spaß mit solchen Anleitungen. Also diese Firma Mode King hat sowieso schon für mich einen sehr guten Status erreicht. Die Qualität war bisher immer sehr gut und auch von den Anleitungen her ist es halt ein schönes Bauen. Wohlgemerkt meine Meinung. Ja, wir haben halt immer ein paar Teile hier. Ich meine, wir sprechen natürlich dann hier auch schon wieder von 10 Teilen. Also es ist nicht überladen voll mit den Bauschritten und von daher eigentlich gut übersichtlich, was man tun soll. Ja, das zur Bauanleitung. Genau, Minifiguren hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Minifiguren sind in diesem Set nicht enthalten. Gibt es, glaube ich, auch nicht bei Mount King großartig. Die konzentrieren sich eben nur auf die Gebäude. Hier haben wir die Grundplatte, die leicht leider ein bisschen verzogen ist, wo ich aber hoffe, ja, dass sich das beim Bauen wieder ein bisschen zurückbiegt. Die Qualität, wie man, denke ich, sehen kann, ist toll. Das ist auch nur eine normale Baseplate, keine, die man von unten bebauen kann. Ja, dann haben wir hier eben die Scheiben, wobei man jetzt noch nicht komplett beurteilen kann, dass die auch wirklich kratzerfrei sind, aber wir haben sie auf jeden Fall separat verpackt. Und ja, ich werde die jetzt auch noch nicht auseinandernehmen. Ich werde die hier noch drin lassen. Wir gucken sie uns dann genauer an, wenn ich sie auspacke. Weil wenn ich sie jetzt auspacke, dann ja, muss ich sie halt schon ein paar Mal anfassen. Und alles das ergibt natürlich auch das Risiko auf mehr Kratzer. Deswegen lassen wir die noch soweit zu und gucken uns die genauer an, wenn wir dann eben in diesem Bauschritt sind. Dann haben wir hier nochmal die elektrischen Komponenten. Wir haben den Batteriekasten hier. Wir haben hier die einzelnen Dioden an diesen Kabeln. Wir haben hier diese Leuchtbänder, sage ich jetzt mal dazu. Und dann gibt es eben auch noch da unten sind diese Brücken, um mehrere Beleuchtungen aneinander zu peppen, um das Ganze auch noch ein bisschen zu erweitern oder eben halt, was man ja nun hier auch schon braucht, die Anschlüsse für die ganzen Lampen zu haben. Ja, das ist das. Ja, und dann das typische halt, typische Mold King, was ich persönlich eigentlich ziemlich gut finde, dass man halt hier in den Beuteln. Also Zipbeutel hat, die sind halt um, ja, wenn man, ich sag mal, vielleicht mal doch eine längere Baupause hat, um die Steine eben wieder gut zu verschließen. Da drin sind dann, ja gut, natürlich einzelne Bauphasen nochmal mit Kunststofftüten. Ja, da hoffe ich, dass es da auch irgendwann mal vielleicht doch eine Alternative aus Papier vielleicht zu gibt. So wie es ja wahrscheinlich auch der bekannte Hersteller aus Dänemark ja, in so Versuchen schon wohl startet oder demnächst noch starten wird. Das ist natürlich umwelttechnisch schon eine schönere Sache, wenn man nicht diese ganzen Plastiktüten dann hat. Weil so ein Set, ich denke, jeder, der diese Videos guckt, hat schon mal ein Lego-Set gebaut oder ein Alternativ-Klemmbaustein-Set. Man weiß, es kommt viel Plastikmüll zusammen. Das muss man auf Dauer, in meinen Augen anders lösen können. Gut, ja. Ich würde sagen, die einzelnen Bautüten gucken wir uns dann auch wieder an, wenn wir dabei sind. Das heißt, ich würde jetzt diese hier erstmal wegpacken. Wir haben also 4 von diesen Beuteln, wobei der dritte hier derjenige ist mit den meisten Teilen drinne. Gefühlt ist es auch der dickste. Ja, das legen wir jetzt weg.
und gucken mal in den Einser rein, was uns da noch so erwartet. Kippen mal alles aus. Oh, da ist ein bisschen Kleinzeug mit drin. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht was verloren habe. Da war jetzt nämlich hier gerade diese kleine Fliese drin. Ja. Dann haben wir hier Ständerwerke. Und muss ich nochmal ein bisschen vorsichtig gucken, nicht, dass hier noch irgendwo ein einzelner Stein dazwischen fliegt. Tja, der wird wohl wahrscheinlich dann hier so aus einer Tüte raus. Ich weiß nicht. Aber die sehen eigentlich alle zu aus. Ich hoffe, ja, dass da jetzt nicht irgendwie ein Fehlteil kommt. Wo habe ich denn jetzt die einzelne Fliese? Seht ihr, jetzt ist die schon weg. Ich drehe durch. Wo ist sie jetzt hin? Ah, hier. Ha, oh Mann. Verrückt. Ja, das wären wohl meine ersten Bauschritte. Ich würde sagen, ich starte jetzt und dann melde ich mich gleich wieder zurück nach dem ersten Bauschritt. Jep, und da haben wir den ersten Bauabschnitt zu Ende. Das schaffen wir also mit Tüte 1. Einen sagenhaften, gefliesten Boden. Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte hier nur vielleicht ein bisschen die Fliesen noch ausrichten sollen. Aber hier habe ich einen billigeren Fliesenleger gehabt. Wie hier. Naja, wer billig kauft, kauft zweimal. Nein, Scherz beiseite. Es ist natürlich echt eine krasse Optik. Das ist schon wirklich schön gemacht für so einen Blumenladen, Garten, was auch immer. Was ich auch nett finde, ist zum Beispiel hier bei dem Wasserbereich, dass die Wasserpflanzen nochmal auf zwei blauen Noppen stehen, um eben optisch eine schwimmende Höhe zu bekommen. Das finde ich natürlich richtig ganz cool. Und wir haben auch hier so einen kleinen Frosch drauf. Da, der Froschkönig ist auch mit am Start. Ja, das sieht schon richtig toll aus. Hier vorne haben wir an dem Bürgersteig die, wahrscheinlich Gullis. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier nachher noch gestaltet wird. Hier drin, kommt vielleicht auch noch ein Springbrunnen rein oder so. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wenn man mal da hinten auf den Karton schaut. Da, der Springbrunnen, der dort zu sehen ist, wird aber wahrscheinlich der sein, der hier hinkommt, wenn man mal so die Perspektive versucht. Na, dann kommt das schon hin, dass das der Springbrunnen ist, der hier steht. Also den mittleren Bereich kann man jetzt noch nicht sagen. Aber das ist ja auch das Schöne. Hier haben wir auch so einen flachen Gartenbereich, wo wahrscheinlich auch noch Pflanzen in die Höhe kommen. Finde ich auch sehr nett gemacht mit diesen einzelnen Pflanzteilen hier unten drunter, um eben so ein bisschen Gestrüpp Optik zu bekommen. Also das sind schon recht nette Ideen. Zu den Steinen an sich, also von der Qualität her, ja, Mikrokratzer, aber in meinen Augen ist das hier eigentlich zu vernachlässigen. Ich meine, wo kriegt man schon wirklich kratzerfreie Fliesen hin? Und so die Optik, die ist schon echt schick. Also die Steinequalität ist mal wieder Mount King gewohnt sehr gut. Klemmkraft ist toll. Man merkt eigentlich überhaupt keinen Unterschied zum bekannten Hersteller. Und von daher, es macht einfach nur verdammt viel Spaß. So, jetzt habe ich für den Bauabschnitt 2 die Tüten ausgepackt. Ich hatte euch gesagt, wir gucken dann mal einmal rein. Also wir haben hier die Mauersteine für das Gebäude. Äußere, diese gewohnte Optik von der einen Seite, die Ziegeloptik von der anderen, einfach nur diesen Streifen dadurch. Dann haben wir hier eine Tüte mit so ein paar Kleinteilen, auch wieder mit längeren Fliesen. Da kann man auch noch mal diese kleinen Mikrokratzer sehen. Dann waren wir hier noch bei so einem, haben wir noch so einen extra separaten Beutel für diese zwei Pflanzenteile. Warum sie die in so ein Beutelchen gepackt haben, weiß ich nicht. Dann haben wir hier noch mal so eine Sortimentskiste mit viel Kleingedönse.
Da könnt ihr mal schön sehen, also dieses Set besteht halt viel, viel aus kleinen Teilen. Hier auch, was, oh, jetzt sehe ich gerade, hier haben wir so eine Art Mini-Kopf, aber das ist wahrscheinlich nur ein runder, ja, da ist kein Gesicht drauf. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich wieder so eine grenzwertige Situation. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ach, mir auch ehrlich gesagt egal. Hier haben wir so ein paar kleine Scheren für die Gärtner, die dort arbeiten. Ja, ich bin mal gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Und ja, hier haben wir dann einmal das ganze Grünzeug. Die sitzen hier immer noch in diesen Rahmen. Da ist es sinnig, die gerade vielleicht mit einem Cuttermesser oder einer kleinen Nagelschere abzumachen. Da rate ich jetzt nicht unbedingt, die da so rauszubrechen, weil es könnte sein, dass euch dann das Blatt hängen bleibt und hier am Stiel bricht. Die sind halt doch ziemlich dünn und ja, sitzen relativ fest. Ihr seht, ich kann hier drauf drücken, ich biege das Blatt durch, aber es bricht da nicht raus. Also ich knipse die da immer raus, vorsichtig und ja. Ja, verschiedene Pflanzenteile. Hier haben wir jetzt noch so einen blauen Teller. Da können wir auch mal einmal uns die Qualität so ein bisschen angucken. Aber, ups. Aber ich sag mal so, ihr seht selber, da kann man echt nicht meckern. Die machen schon echt eine super Qualität. Die haben ja, soweit ich das jetzt schon von mehreren gehört haben, kriegen die Steine von Gobricks, glaube ich, oder so ähnlich. Und ja, die scheinen halt eine super Qualität zu machen. Ja, also das sind jetzt die Steine, die ich im zweiten Bauabschnitt verbauen werde. Und dann sehen wir gleich, wie es weitergeht. Ja, so, und das ist jetzt hier der Abschnitt. Hier waren wir stehen geblieben. Und hier geht es ja jetzt mit Beutel 2 weiter. Das ist das, bis zu diesem Schritt soll es dann soweit werden. Ich bin mal gespannt, da haben wir dann natürlich schon viel von dem botanischen Innenleben. Ja, da lasse ich mich mal gerne überraschen, was mich da jetzt für Bauabenteuer erwarten. Ja gut, in dem Sinne, bis gleich. So, Bauabschnitt 2 ist zu Ende. Es ist eine ziemliche Puzzelei mit den Blumen, aber es macht Spaß, vor allem wenn man sieht, was dabei für ein schönes Ergebnis rumkommt. Also, dieser Mocker, der Bertil van Beek, der hat definitiv Liebe zum Detail und vor allem auch Liebe zu den Blumen. Weil so intensiv Blumen mit Klemmbausteinen zu bauen, wie der das gemacht hat, finde ich schon echt krass. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass man so viele schöne Varianten an Blumen bauen kann. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde es sogar krass, ich zeige euch mal an einem Beispiel, was ich auch meine mit dem Detail. Man sieht es eigentlich nicht, aber es ist eben auch da. Und wenn man es selber baut und merkt es, dann weiß man auch, was da für eine Liebe zum Detail drin steckt. Denn das ist ein Blumenpott mit einem schönen Strauß Blumen oder was auch immer das jetzt für Blumen sind. Ich bin hier kein Blumenfachkundiger, also ne, beim besten Willen nicht. Aber diese Blumen stehen selbst in diesen Töpfen in Erde. Also ich meine, wie cool ist das denn? Man sieht es nicht, es ist aber trotzdem da. Also da soll mal einer sagen, der hat sich nicht wirklich damit beschäftigt und da wirklich Herzblut reingesteckt in dieses Modular. Das ist nicht nur in diesem Pot so, das ist auch bei denen. Ich habe es euch jetzt nur einmal in dem Weißen gezeigt, weil hier durch diesen Rotton sieht man es vielleicht nicht so extrem, aber auch da sind diese Pinne drin. Hier sind jetzt zwei drin, aus dem Grund, wenn man dies hier drauf steckt und nur einen davon drin hätte, dann würde dieser Ast hier unten auf der Kante von dem Roten aufsetzen und dann würde das Ganze ein bisschen schief stehen. Deswegen sind da zwei drin. Also das ist schon wirklich richtig toll gemacht. So, wir gehen mal ein bisschen in die Details rein. Wir fangen mal hier vorne an. Da sehen wir unten drunter einen kleinen Eimer mit Wasser. Das Wasser ist da nicht fest drin, das liegt da nur lose drauf. Der Pin liegt auch falsch rum, der ist mir, als ich die Fliese hier oben drauf gemacht habe, durch das Klicken einmal echt 180 Grad gesprungen und liegt wieder verkehrt rum drin. Er ist aber
Da könnt ihr das sehen. Er ist locker da drin. Und jetzt ist er raus. Ich mache ihn nachher nochmal rein. Ich lege ihn hier erstmal zur Seite. Er klemmt da halt nicht drin. Ich weiß nicht, ob er von den anderen Herstellern, ob das klemmen würde, aber ich glaube auch nicht. Und von daher ist das halt ein Teil, was hier lose momentan im Set ist. Was nicht ganz so schön ist, wenn man das Set mal transportiert und dann dieser Stein da rausfällt. Nun sei es denn. So, dann haben wir hier so ein kleines Überdach, so ein Stoffdach soll das wahrscheinlich sein. Und hier diese Rollen, die vermutlich so eine Art Geschenkpapier oder halt dieses Folienpapier, dieses durchsichtige darstellen soll, um Blumen zu verpacken. Eine Schere und hier einen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ob das irgendwie so ein Spray sein soll, vielleicht für Blumen. Das mach's ein. Das wird diese so eine Sprühflasche sein, zum Besprühen der Blumen. So. Dann haben wir hier halt die Blumen in diesen Pötten auf dieser gefliesten Fläche. Wir haben hier diese, ich weiß es nicht, ob das hier Orangenbäume sein sollen, die dann halt wiederum, so wie hier hinten, da steht ja auch einer, immer mit einer Bank zum Sitzen bestückt sind. Dann haben wir hier halt jetzt unseren Springbrunnen, den wir ja vorhin schon mal vermutet haben, dass der da hinkommt mit dem Frosch und ja auch hier der Ummauerung schon, und somit kriegt man jetzt auch langsam dieses Tiefengefühl, dass die Seerosen hier, dass die halt schwimmen, diese Wasserpflanzen. Dann haben wir auf der Seite hier so eine kleine Cafeteria, wo man einen Kaffee kriegen kann. Hier ist ein schöner gemachter Kaffeeautomat mit einer Tasse drunter. So ein schöner Barista-Automat hier für leckeren, guten Kaffee. Die zwei Kaffeetassen. Hier haben wir zwei Schubladen, die sich auch aufmachen lassen, um dort was zu verstauen. Da werde ich wahrscheinlich hier diese Schere nochmal mit reinlegen. Die ist nämlich im Moment doppelt. Noch wurde sie nicht gebraucht, aber der Bauabschnitt ist halt zu Ende. Die werde ich mir da wahrscheinlich reinlegen, wenn ich dann soweit bin. Na, vielleicht machen wir das mal gleich, weil ich komme da sonst nachher nicht mehr dran, wahrscheinlich, wenn ich das Gebäude fertig habe. Also machen wir den ja jetzt schon mal rein. Ja, dann haben wir hier außen auch wieder so ein Beet, das gleiche wie auf der Seite. Hier unten haben wir eine bedruckte Fliese da, diese mit dieser Schnecke drauf. Das ist vielleicht entweder so eine Art Keksdose oder vielleicht die Kaffeepulverdose oder die Bohnendose, irgendwie sowas. Dann haben wir hier noch eine Sitzgelegenheit mit zwei kleinen Stühlen und einem Tisch mit einer schönen Blume drauf. Ja, hier haben wir dann so ein vielleicht einen Wasserfass oder einen Müllbehälter, kann es ja auch sein. Ja, dann wieder so ein Orangenbaum mit Sitzbank davor, also hier dieses wieder. Und ja, hier haben wir die nächste Pflanzenecke. Das ist die mit diesem Gestrüpp unten drunter, was vorhin angedeutet war. Und hier kann man auch mal sehen, wie schön diese Pflanzen, wie dieses Beet aussieht. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Das gefällt mir richtig gut bisher. Es ist natürlich ziemlich puzzelig, das ist schon klar. Aber ich meine, umso kleinere, umso mehr kleine Details oder kleine Bausteine in sowas aufkommen, umso extrem hoch wird natürlich der Detailgrad. Und das ist natürlich in so einem botanischen Garten, in so einem Blumenhausgebäude schon eine schöne Sache. Also ich muss wirklich sagen, bis jetzt gefällt mir das richtig gut. Wir haben allerdings immer noch einen Knackpunkt, und das ist dieser hier. Die ganze Platte ist momentan noch krumm wie ein Flitzebogen, also eigentlich müsste sie natürlich mehr oder weniger so sein. Das gleiche ist hier auf der Seite auch. Man sieht, es wird hier ein bisschen besser, aber wir haben natürlich, hier ist schon wieder Ende mit der Mauer, weil wir das Blumenbeet hier haben. Ich erhoffe mir dadurch nachher, wenn die großen Glasscheiben hier drauf kommen, dass wir dann natürlich ein bisschen bessere Stabilität haben. Also Stabilität ist ja da, aber dass wir dann eben dieses Gebirge hier langsam wegkriegen und wieder in die Ursprungsform zurückkommen. Ja, ich würde auch sagen, dass es das für dieses Video ist. Ich mache jetzt eine Pause. Für mich ist heute Feierabend und ja, wir wollen uns ja noch ein bisschen auf Spannung halten. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Ein Cut, und ich würde sagen,
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns zum zweiten Teil wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank und sage ciao. Ciao. Ja, herzlich willkommen in meinem kleinen, schönen Beschauöl. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen, schönen, beschaulichen Studio. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen, schönen, beschaulichen Bestau.